Hallo, hallo ihr Lieben. Wie gestern angekündigt, noch eine kurze Ergänzung. Was heißt Ergänzung? Ein kurzes Video einfach hinterher. Ich wollte euch kurz eine Pfeife zeigen, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Und auch zwei sind jetzt geworden. Tabake ganz kurz zeigen. Und zu der Pfeife, beziehungsweise generell zu Pfeifen, zu einer Sache damit. Habe ich da noch eine Frage? Vielleicht weiß da jemand ja mehr drüber. Gut, ich fange auch mal direkt an. Der Tabak, den ich gestern angedeutet habe, das ist, tada, der Orlik Golden Slice. Der ist wirklich klasse. Also ich verstehe jetzt gut, dass der bei so vielen auf der Liste steht. Wirklich genial. Gut, ich habe ein bisschen ein Problem damit, muss ich zugeben. Weil der nicht in Flake, ja, in normalen Flake-Scheiben kommt, sondern in den langen Flake-Strängen sozusagen. Da ist in die Dose reingewickelt und da tue ich mich ein bisschen schwer, das richtig zu portionieren, das muss ich zugeben. Also er brennt mir auch nicht so gut runter, aber das wird wohl wirklich an mir liegen, an der Art, wie ich ihn stopfe. Ich habe ja normalerweise mit Flakes da kein Problem, aber da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, auf den Geschmack her. Der genial. Wirklich toll. Ich habe mir den zusammen mit der Pfeife, die ich gleich noch zeige, gekauft, weil erstens sind mir die Virginia Flakes ausgegangen und zweitens wollte ich auch ein bisschen was Neutraleres haben, um den einzurauchen und die Pfeife. Und also der ist wirklich verdammt gut, verdammt gut. Ja, der zweite, das ist der John Aylesbury Mixture 315. Über den mache ich vielleicht mal noch ein Review. Ich werde im Moment noch nicht so ganz schlau aus dem. Ich habe mir den gekauft, weil ich eigentlich die Beschreibung im Katalog richtig interessant fand. Das ist eine Mixture von Schnittbild her ein bisschen ähnlich wie die V160 Jahre, die ich gestern vorgestellt habe. Nur ein bisschen kürzer geschnitten. Es sind auch Curly Cuts drin. Allerdings ein bisschen weniger wie beim V. Also da muss man jetzt schon eher danach suchen. Ja, da muss man wirklich danach suchen. Und ein paar, doch, sind drin. Aber ja, und das ist eine Virginia Burley und jetzt wird es interessant, Perique Mischung. Ja, soweit nichts so Außergewöhnliches, aber mit einer Aromatisierung nach Rum. Und ja, gehe ich jetzt auch gar nicht genauer drauf ein, sonst könnte ich mir das Review sparen. Riechen tut er wirklich hervorragend, aber im Geschmack, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Also muss ich mich mal noch ein bisschen damit beschäftigen. Bis jetzt haut er mich nicht so vom Hocker. Mal sehen. Ich werde ihn mal bei Gelegenheit vielleicht noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ich wollte ihn nochmal gezeigt haben, kurz erwähnt haben. Genau, jetzt aber zum Eigentlichen. Die Pfeife. Und zwar, auspacken, ist das eine. So. So rum. Keller. Eine Brebbia. Brebbia, keine Ahnung. Notche. 301 steht da noch drauf, ob das jetzt Modellnummer ist, wahrscheinlich. Eine italienische Pfeife. Schönes Teil. War auch vom Preis her angenehm, sage ich mal. Ist wirklich schön verarbeitet. Bohrung sitzt, das Mundstück passt, also ein Lichtspalt, das findet man selten, zum Teil sogar bei noch teureren, also. Ist ja alles nicht so wichtig. Raucht sich wirklich schön. Habe ich mir extra für Flakes gekauft. Hat eine relativ nicht so tiefe Kopfbohrung, aber schön weit. So ist er also ein bisschen Entschuldigung, linsenförmiger Kopf. Also so ein bisschen was von einer Pfanne. Und genau, jetzt habe ich damit nur ein kleines Problem. Ist eigentlich zu viel gesagt. Aber eine Frage. Weil das ist schon die zweite Pfeife innerhalb
ja, kürzerer Zeit, bei der mir das passiert. Die hat im Holm, ja, 1 Millimeter Federn. So, im Holm, wenn ich da im trockenen Zustand, also nicht im ungerauchten Zustand, einen Pfeifenreiniger reingehe, ja, ist ja sauber, alles in Ordnung. Nach dem Rauchen allerdings habe ich da so ein richtig schwarzes Zeug dran. Im Fall von der hier ist es sogar noch mit so einem Pinkstich, also ich bin mir nicht sicher, ob das ein bisschen von der Beize ist. Wobei die Pfeife natürlich nicht pink ist, aber es ist so ein rot-braun, so ein Stich drin und sieht mir ein bisschen so aus, als könnte das von der Beize kommen. Ja, das ist mir bei der Design Berlin, von der ich auch schon ein paar Mal was erzählt habe, ne, die mit dem Riss im Zapfen, war das genauso. Ja, das ist ja eine Sache, ich habe das nicht gesehen, ich habe da reingeguckt, vor dem Kauf natürlich, aber da war, naja, ein bisschen dunkleres Holz, aber man hat nicht ausgesehen, als wäre es irgendwie jetzt da drin gebeizt oder was weiß ich. Ja, jedenfalls von denen, die es wissen, macht das was? Ist es schlimm? Ist es gesundheitsschädlich? Ich weiß ja nicht. Also es riecht, man riecht ganz, ganz leicht, habe ich so einen Eindruck. Das kann aber auch sein, dass ich da einfach, dadurch, dass ich das immer wieder aufweiche, dann sozusagen beim Rauchen, dass ich da einfach mehr so diese Verbrennungsrückstände drin festsetze. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Beim Rauchen schmecke ich es nicht mehr. Die ersten 2 Füllungen habe ich ein bisschen geschmeckt. Wobei das jetzt nicht irgendwie chemisch nach Beize oder so geschmeckt hat, sondern ich vermute schon, dass das wahrscheinlich Einrauchpaste ist, die durch das Zugloch irgendwie da reingekommen ist. Zumindest hat man mir das damals bei der Design Berlin jetzt wieder erzählt. Das kann nur Einrauchpaste sein, was da im Holm gelandet ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt auch nicht weiter schlimm. Es gibt sicher mal Zeit. Aber ja, lasst mich einfach mal wissen hier als Kommentar gerne oder als Videoantwort, wenn jemand Lust hat, ob euch das auch schon passiert ist, ob euch das schon öfter passiert ist, ob das öfter mal vorkommt. Ja, was ihr dazu meint, würde mich mal interessieren. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich mit der echt zufrieden. Gibt's nichts. Ja. Vielleicht kann mir da jemand mehr dazu sagen. Gut, ja, sollte eigentlich ja nur ein kurzer Nachschub werden. Es ist doch schon wieder fast 8 Minuten, also ich verabschiede mich. Bis demnächst. Vielleicht so einen kleinen Tabak-Review wieder oder was auch immer. Lasst es euch gut gehen und danke fürs Zuschauen. Tschüss!